Liebe Grafingerinnen, liebe Grafinger, mein Name ist Christian Bauer. Ich bin seit 22 Jahren Kämmerer dieser wunderschönen Stadt und für die Finanzen zuständig. Ich bin geboren und aufgewachsen in Verlassing und bin verheiratet und habe 3 Kinder. Nach meinem Abitur habe ich eine Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt beim Landratsamt Bad Reichenhall als Beamter der Regierung von Oberbayern begonnen. Nach meinem Studium war meine erste Arbeitsstätte das Landratsamt in Fürstenfeldbruck, wo ich 3 Jahre gearbeitet habe, bevor ich mich auf die Stelle des Kämmerers im schönen Grafing beworben habe. In der Vergangenheit war ich nicht nur für die Finanzverwaltung zuständig, auch die Vereinsförderung gehörte zu meinem Zuständigkeitsbereich. Als leidenschaftlicher Sportler, der lange Jahre ehrenamtlich im Verein tätig war, bin ich froh, auch mich hier beruflich einbringen zu können und ich konnte einiges für die Sportler erreichen. Nicht nur die Vereine, sondern auch die Bildung ist mir wichtig. Ich bin zuständig für die Schulkinder und Kinderbetreuung, genauso wie für die Zusammenarbeit mit VHS und Musikschule. Als die Rotterstraße 2009 aus brandschutztechnischen Gründen geschlossen wurde, war die Unterbringung der Kurse in anderen Räumen für mich sehr zeit- und arbeitsintensiv. Weiter gehörten das Museum und die Stadtbücherei lange Jahre zu meinem Tätigkeitsbereich. Mir ist nicht nur Grafing wichtig, sondern auch die anderen Ortsteile. So unterstütze ich die Verkehrsberuhigung in Straßdorf und das Dorferneuerungsprogramm in Straßdorf zu 100%. Grafing steht vor immensen Aufgaben für seine zukünftige Entwicklung. Neben den gesellschaftlichen Veränderungen mit dem erhöhten Bedarf für Kinderbetreuung sind es vor allem die Schaffung von bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohnraum, die große Aufgaben für die Stadt darstellen. Um diese Aufgaben bewältigen zu können und um den Ausbau der Infrastruktur und den Erhalt der Infrastruktur zu sichern, benötigt die Stadt eine finanzielle Ausstattung, um diesen Aufgaben gerecht zu werden. Daneben ist der Klimaschutz von immer größerer Bedeutung und zwingt die Kommunen zum Handeln. Ich möchte als Bürgermeisterkandidat der CSU Verantwortung übernehmen, mich den zukünftigen Herausforderungen stellen und sie für die Grafinger Bürgerinnen und Bürger lösen. Dazu möchte ich den Klimaschutz vorantreiben, bedarfsgerechten Wohnraum schaffen und zukunftsfähige und flächenschonendes Gewerbe ansiedeln. Weiter habe ich vor, nachhaltige und intelligente Mobilität zu fördern, städtische Infrastruktur zu verbessern und auszubauen, attraktive Angebote für Familien, Jugend und Senioren zu schaffen. Ich möchte die Finanzierung dieser Maßnahmen durch laufende Einnahmen decken und die Verschuldung damit eindämmen. Dafür hoffe ich auf Ihre Unterstützung.